Hallo Leute, ich bin Silu und ich habe heute wieder was von McNeil's Choice für euch. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Anfang des Jahres hatte ich bereits schon mal einen McNeil's Choice für euch im Glas und die Jungs vom Celtic Whisky Shop waren so lieb und haben mir nochmal eine Verflasche zur Verfügung gestellt zum Verkosten für euch. Und wie sollte es anders sein? Es handelt sich dabei natürlich um was Rauchiges von meiner Lieblingsinsel. Wir haben hier den McNeil's Choice Blue Fingers. Ist tatsächlich der Nachfolger eines Whiskys, den sie schon einmal rausgebracht haben, und zwar der Green Finger. Das Prinzip ist an sich das gleiche. Also wir haben einen jungen Islay Malt, der in einem ganz bestimmten Fass von einer ganz bestimmten Brennerei nachgereift wurde. Beim Green Finger war das ein Lagavulin. Und wie sollte es anders sein? Beim Blue Finger ist es ein Laphroaig. Wir haben hier 163 Tage Finish in einem Quarter Cask. Der Malt insgesamt ist 5 Jahre alt, ist nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, hat 57,5%, also Fassstärke, so wie sich's gehört. Und also für nicht gefärbt finde ich den schon echt fett. Genau, es steht drauf Old School Malt, Cask Strength von Celtic Events, Andy McNeil aus Aschaffenburg. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Smoked Ham Finish steht hier drauf. Ist kein Hinweis auf, also es steht jetzt nicht Single Malt Scotch Whisky drauf, dürfen sie nicht machen, weil in Deutschland nachgereift in Fässern. Aber an sich in rein schottischer Whisky. Genau, so viel erstmal zum politischen Thema. Ich mache die Flasche direkt für euch auf. Ich habe ihn jetzt am Wochenende auf der Messe in Dresden schon gesehen. Beim Whisky-Kontor in Leipzig, der hatte den da stehen. Aber probiert habe ich ihn noch nicht. Ich habe mich zurückgehalten, damit ich ihn hier für euch am See gleich mit dem ersten Eindruck verkosten kann. Also der Korken sitzt auf jeden Fall gut fest. Okay, es hat über den ganzen See geschallt. Oh ja. Bevor ich es dann gleich wieder vergesse, was ich nämlich öfter mal hinkriege, Flasche kostet 69,90, ist damit, finde ich, ein solider Preis für die momentane Preissituation. Na, jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, für 5 Jahre, wir haben ausreichend Islay Malts, die gar keine Altersangabe haben und die höchstwahrscheinlich nicht viel älter sind und die teilweise das 3- oder 4-fache kosten. Irgendwie eine fette Farbe. Ich frage mich, an was der mal vorbeigegangen ist, dass der so eine Farbe kriegt. Ich liebe ja übrigens das Quarter Cask, weil es kleiner ist als die üblichen Fässer und damit ein viel, viel schnellerer, intensiverer Austausch zwischen Fass und Whisky stattfindet und man damit diese sehr krass rauchigen Aromen so schön rauskitzeln kann aus dem Laphroaig, finde ich. Der ist auf jeden Fall, so mein allererster Eindruck, ist sehr salzig, was ja zum Smoked Ham ganz gut passen würde. Sehr fleischig so insgesamt. Und dann hat er auch ein bisschen was Saures. Im Rauch. Und irgendwas leicht Süßes, so ganz weit hinten im Hintergrund. So ein bisschen, also die Süße ist so krass dezent, wie zum Beispiel eine Bitterschokolade süß ist. Also wer schon mal an Bitterschokolade gerochen hat, weiß, die ist jetzt nicht ganz so süß wie eine Vollmilchschokolade. Und so diese, also sie hat noch so diesen Hauch Süße, ist aber eigentlich herb. So. Aber irgendwas Süßes ist da drin. Was leicht so orange, fruchtig, hellgelbes. Was so ein bisschen an der Zitrone liegt, aber
ich finde, also für 57% ist der sehr dezent im Glas, so bisher, also sehr angenehm. Er ist trotzdem riechbar, also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts kommt und er irgendwie total dünn riecht oder so, aber er ist dezent. Es ist jetzt nicht so, dass der gleich so den ganzen Raum ausfüllt, so als hätte man irgendwie, keine Ahnung, muss ich an eine Situation denken, da hatten wir mal so eine ganz, ganz alte Brotdose, die irgendwo im Keller lag und mein Papa macht die so auf und dann kam einfach nur noch so Staub und Pilzsporen raus, weil die Schnitte, die da drin war, so bereits zu Staub zerfallen war und es machte richtig so und der ganze Raum roch danach. Und so einen ähnlichen Effekt habe ich manchmal mit dem Rauch von bestimmten Peated Whiskys, dass man die Flasche aufmacht und dann so riecht der ganze Raum, als hätte man gerade einen Kamin ausgemacht, so nach dem Motto. Der wird auch, je länger ich ihn hier im Glas habe, wird der süßer. Am Anfang hatte ich noch so dieses Salz und dieses bisschen Fleischige. Und das verschwindet immer mehr und der wird immer süßer so. Und der Rauch wird immer, rückt immer mehr in den Hintergrund. Aber Smoked Ham trifft es tatsächlich extrem gut. Ham, wie so ein Sachse. Smoked Ham. Lange. Sehr angenehm. Im ersten Moment, so vom Alkohol her, der brennt jetzt nicht so krass. Und am Anfang dachte ich auch so, wollen mich veräppeln, da ist doch gar kein Rauch drin. Und der war so richtig süß, so aprikosig, fruchtig eher, als würde man so diese süßen Dosenaprikosen, die es so in Hälften gibt, die man so auf die Torte machen kann. So hatte ich den Geschmack im Mund, dachte ich, wollte mich veräppeln. Und erst als ich den angefangen habe runterzuschlucken, als ich den weiter hintergenommen habe in den Rachenraum, Mundraum, Körperöffnungshöhlen, Dingsi-Bumsi, dann kam so der Rauch angerollt und dann wurde der immer näher kam der und dann war der so richtig herb jetzt gerade. Also so richtig schon so Kräuterbitternoten hatte ich da drin. Jetzt kommt auch so ein bisschen das Fleischige wieder raus. Aber es ist super, super, also dieses fleischig-salzige, das ist vorne, aber ich habe jetzt keinen Rauch so auch. Am Anfang hatte ich so ein bisschen so dieses, ja, klassisches Lafroy Quarter Cask. Dann wandelte sich das so ein bisschen, wurde so extrem fleischig, wo ich fast eher gesagt hätte, oh, ist da mal ein Karl Eiler vorbeigegangen. Und jetzt ist der Rauch so komplett weg. Und diese fruchtige Süße wird auch eher schokoladig, so ein bisschen. Ja, aus der Bitterschokolade wird so langsam eine Vollmilchschokolade. Geil, also aprikosige Süße. Dann kommt so ein bisschen diese doch dunkle Schokoladennote wieder durch. Und auf dieser dunklen Schokoladennote schwimmt dann so dieser, so ein ganz kreidiger, aschiger Rauch schwimmt damit. Und dann rutscht so die Schokolade weg. Und dann ist so dieser kreidige, aschige Rauch da. Und dann wird er so langsam so ein bisschen erdig. Und aus diesem erdigen Rauch erwächst sich dann so diese Kräuterbitternote hinten raus. Irgendwie so. Also er entsteht in sich selbst geschmacklich. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Reise so für sich. Aber ich glaube, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es ein klassischer Lafroy ist. Also wenn ich ihn blind jetzt verkostet hätte, hätte ich nicht gesagt Lafroy. Definitiv nicht.
in einer Flasche riechen. Keine Ahnung, ob es anders riecht. Oh, hier ist ja auch so süß. Hatte ich gerade kurz Schwimmbad in der Nase, aber so ein angenehmes, ich erinnere mich an früher Schwimmbadgeruch. So diese Kombi aus Chlorwasser und Pommes mit Mayo. Manchmal kommen, ploppen so komische Sachen in meinem Kopf auf. Also der ist auf jeden Fall kräftig. Ich finde trotzdem, also von den Aromen her kräftig, ich finde den Alkohol geil eingebunden für 57%. Klar, es gibt immer Leute, ich habe das jetzt einfach öfter mal gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel Freunden eine Fassstärke einschenke und ich so, ja, Alkohol ist top eingebunden. Und dann sagen die so, Lu, das ist mir zu stark, das ist zu viel. Es ist, denke ich, auch eine Gewöhnungsfrage. Und momentan trinke ich tatsächlich, wenn ich mal Whisky trinke, relativ hochprozentige, also eher Fassstärken als Trinkstärken, einfach weil ich finde, dass mehr Aromen mitkommen und die Aromen intensiver sind. Habe ich tatsächlich auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie das, dass man irgendwann von diesen Trinkstärken einfach wegkommt, weil die Aromen eben bei einer Fassstärke deutlicher ausgeprägt sind. Aber ich glaube, da ist auch so ein kleiner Gewöhnungseffekt dabei, dass man dann irgendwann sagt, ja, so 57% brennt überhaupt nicht. Müsst ihr natürlich alles für euch individuell ausprobieren. Ich persönlich finde, der Alkohol ist gut eingebunden, es brennt nicht. Es brennt eben so, wie 57% brennen können, aber es ist nicht unangenehm. Oh, jetzt riecht das wieder nach was ganz anderem. Was ist denn das? Also entweder spielt meine Nase heute verrückt oder dieser Whisky ist tatsächlich so wandelbar. Jetzt hatte ich so diese Amarena-Kirschen im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört im Hintergrund, dieses Das ist ein Specht. Der sitzt hier irgendwo und sucht sich sein Armbrot. Jetzt sind die Amarena-Kirschen wieder weg. Und der Specht aufgegessen. Der Rauch ist so dezent. Das ist krass. Also der wartet wirklich, bis du ihn runtergeschluckt hast, um dich mit dem Rauch umzuklöppeln. Davor Schokolade, Amarena, Kirsche, Aprikose, solche Noten in der Richtung. Und dann kommt wirklich so dieses sehr aschig-rauchige. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da irgendwo Lafroig-Rauch drin finde. Weil ich finde, es hat dieses... Dieses Phenol in einem Lafroig hat so einen gewissen Punch. Und ich habe das Gefühl, in diesem Whisky ist dieser Punch drin, aber ohne diesen Phenolgeschmack. Und er hat trotzdem so dieses Salzige. Und dann wird er hinten raus so, naja, wie so ein Kräuterbitter schmeckt er. Hat er so Noten drin. So sehr kräutrig, herb. Wäre wahrscheinlich interessant, wenn mal jemand, der Lafroig gar nicht mag oder gar nicht kennt, den mal probiert. Und falls jemand von euch sich da angesprochen fühlt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und sagt mir mal, ob ihr das Gefühl habt, dass der für euch wie ein Lafroig schmeckt oder nicht. Weil ich finde, wie gesagt, er hat diesen Punch, ohne wie ein Lafroig zu schmecken. Hatte ich so jetzt auch noch nicht. Den letzten.
Also zusammenfassend, die Bitternote hinten raus, ich fange mal mit den schlechten Dingen an. Die Bitternote hinten raus ist nicht ganz so mein Ding. Ich persönlich bin dabei ja einfach immer mit diesen Bitternoten so, ist nicht ganz so meins. Man sollte natürlich einem Whisky auch immer eine zweite, dritte, vierte, fünfte und zwölfte Chance geben, weil in anderer Umgebung, anderer Atmosphäre, an einem anderen Abend kann der schon wieder ganz anders schmecken und dann sind die Bitternoten vielleicht nicht ganz so doll. Ich habe ja Gott sei Dank eine Flasche, da kann ich den ja noch mal öfter probieren. Genau, die Bitternoten sind wie gesagt nicht ganz so mein Fall hinten raus. Ansonsten, ich finde es total geil, dass der sich geschmacklich so entwickelt und dass der nicht so manche Whiskys sind so eindimensional, die haben so einen Geschmack und oder so drei und die präsentieren die dir und das war's. Und bei dem musst du dich so von Geschmack zu Geschmack hangeln. Das finde ich immer sehr schön. Da hatte ich auch schon einige. Finde ich sehr komplex und macht ihn natürlich aber auch wieder zu einem Whisky, den ich wahrscheinlich nicht einfach so jeden Abend trinken würde. Kommt natürlich dazu, Fassstärke, rauchiger Whisky, krasse Aromen. Passt jetzt auch zum Beispiel nicht an so einen seichten Sommerabend. Klar, ich sitze hier im T-Shirt, aber es ist schon wieder ein bisschen kühler geworden. Geht. Ich denke, der ist auf jeden Fall auch richtig geil bei so Schmuddelwetter, wenn es draußen richtig schön kalt ist. So wie in dem Video, wo ich den letzten McNeil's Choice verkostet habe, wo es halt einfach geschneit hat. So, da passt er, denke ich, super rein in das Wetter. In Cocktail würde ich ihn jetzt nicht unbedingt mischen, einfach weil der aromatisch für sich stehen kann und auch sollte. Und ansonsten ist das ein schöner Punch, so in your face. Ich krieg gleich wieder Isla-Vibes und möchte am liebsten gleich nochmal hinfahren. Mal schauen, ob ich nächstes Jahr vielleicht nach Isla fahren kann oder allgemein nach Schottland. Gibt ja noch so ein, zwei Eckchen, die ich noch nicht gesehen habe. Und ein, zwei Destillerien, die ich noch nicht besucht habe. Genau. Ich schweife schon wieder ab. Gut, Etiketten und sowas, das ist immer reine Geschmackssache. Ja, wie bewerte ich dich denn jetzt, mein Hübscher? Ich muss nachdenken. Die Bitternoten machen es halt so ein bisschen schwer am Ende. Ansonsten preislich finde ich sehr gut. Also, ja, nee, preislich ist einfach gut. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Whisky, guter Whisky, nicht mehr 50 Euro oder weniger kostet, sondern dass wir guten Whisky halt für 60, 70 Euro kriegen. Und nach oben ist ja sowieso immer offen. Sie sind mutig genug, das Alter draufzuschreiben, finde ich toll. Viele sagen ja dann, oh, der ist nur 5, aber der ist irgendwie schon gut, dann machen wir ein New Age Statement. Finde ich auf jeden Fall mutig und gut, dass ihr das Alter draufschreibt. Preis ist top, geschmacklich ist er auch. Ja, das macht so ein bisschen Minuspunkte, aber der Rest... Gut, also mein Bauchgefühl sagt 7 Punkte mit frei nach oben. Wenn die Etiketten noch hübsch macht, dann gibt es 8 Punkte. Nein, Scherz. Ja, zwischen 7 bis 8 Punkten gebe ich dem Whisky. Auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der Isla mag, der Laphroaig mag, der ein bisschen Punch mag. So, ne? Und der gern sich in unabhängig abgefüllten Islas ausprobieren möchte. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wie immer gilt, support your local dealer. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Whisky. Ich hoffe, einige von euch hatten den schon mal im Glas. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was eure Meinung dazu war. Und ansonsten, jeder andere geht auf Messen, probiert ihn. Ich habe ihn beim Leipziger Whisky-Kontor auf der Messe gesehen. Die haben jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr auch auf jeden Fall noch eine Messe. Müsst ihr mal googeln. Ihr seid alle schlaue Leute. Probiert ganz, ganz viel Neues auf Messen. Und den kann ich euch mit ans Herz legen. Probiert ihn einfach mal.
Und beim nächsten Video probiere ich wieder was für euch. Bis dahin, danke.